Spiel 3 vor diesjährigen Playoff-Viertelsfinalrunde ist nicht nur im Zeichen des Hockey gestanden, sondern auch vom 70-Jahr-Jubiläum vom SC Langenthal. Im Playoff-Zelt haben sich ehemalige Präsidenten und Gründungsmitglieder getroffen. Versuchen, aus eurer Basis das SCL vorwärts zu treiben und schlussendlich, dass das seit 1946 lebt und auch noch die nächsten 70 Jahre lebt. Ab der 4. ab 6. ist dann natürlich Hockey im Vordergrund gestanden. Ja, es war sicher eine extra Motivation, vor allem am Anfang der Ehrung vom Mitbegründer vom SCL. Und ja, wir haben gewusst, dass wir besser machen. Wir wollen einen besseren Start haben als im zweiten Spiel in Martini. Und ich glaube, das ist uns heute gelungen. Wir haben das Spiel meistens unter Kontrolle gehabt, würde ich sagen. Ob es anfänglich noch nach einer ausgeglichenen Partie hat ausgesehen, der SCL hat das Spiel ziemlich schnell in die Hand genommen, hier das herrliche 1-0 durch den Montandon. Und noch vor Spielmitte hat der Rückkehrer Jeff Campbell auf 2-0 erhöhen. Ein Fehler an der offensiv blauen Linie hat Red Eyes in Person von Vitali Lachmatov eiskalt ausgenutzt. Der Anschlusstreffer zum 1-2, ein Shorthander, ärgerlich. Wir waren kompakt auf dem ganzen Feld, wir haben ihnen nicht viel Raum gegeben. Und ja, schlussendlich verdient gewonnen, ja. Sagt der Jeffrey Büglister, Torschütze zum 3-1 für Langenthal. Die Scheibe kommt runter vom Dünneren, ein super Pässchen. Und ja, ich drehe mich vor das Goal und drücke einfach irgendwie rein, ja. Das 4-1 ins leere Goal war der Schlusspunkt dieser Partie. Abgerundet wurde der Abend mit einem Stück Geburtstagskuchen für jeden.